Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde. The Hero Brand mit dem Gasto. Ja, hallo. Na? Karl Olli. Auf dem Hive MC Server. Jo, dann geht's in 20 Sekunden los und wir hoffen, es wird gut. Ja. Max, jo. Möchtest du nicht mal erklären, wie das funktioniert? The Hero Brand? Ja. Klar, gerne. Also, es gibt ein Hero Brand. Und der Rest sind halt die normalen Spieler. Man kann sich Klassen auswählen. Ich nehme jetzt mal den Scout, weil ich den eigentlich immer nehme. Oh shit, ich habe gar keinen. Los? Ich habe gar nichts. Okay, Ja, blind. Wir sind halt hier alle auf der Stelle und müssen versuchen, dem Hero Brand zu entkommen, beziehungsweise 3 Shards einzusammeln. Und wenn wir die 3 Shards eingesammelt haben, bevor der Hero Brand uns gekillt hat, wird der Hero Brand sichtbar und wir können ihn killen. Wir können ihn aber auch schon davor killen, aber dann ist der Hero Brand extrem dumm. Ja, also das Spielprinzip ist eigentlich relativ leicht. Okay, ich war gerade laut. Und wo bist du gerade? Ich bin gerade hier. Ah, du bist hier bei mir. Hi. Ja, der Hero Brand ist unsichtbar, aber man sieht seine Partikel, wenn man gut hinguckt. Ich sehe überhaupt keine Partikel. Okay, wo ist denn der Chart jetzt? Wie sieht man das? Der Kompass, der zeigt hin. Achso. Leute, Brand ist schon getötet worden. Was? Ja, das war jetzt so eine scheiß Runde. Läuft. Jetzt haben wir gewonnen. Yay! Das war jetzt so eine Runde, wo der Hero Brand scheiße ist. Jo, dann gehen wir gleich in eine neue Runde. Und zwar wollen wir in die 5 gehen? Ja. Scheiße ist voll. Dann lass warten, bis die. Was? Ja. Bis die 10 restartet ist. Das kann ich ja mit Camtasia rausschneiden, alles hier, ne? Ja, kannst du machen. Ich werde es nicht tun, weil mir das zu viel Arbeit ist. Ja, gut. Okay, es ist leer. Jo, ich bin drinnen. Okay. So, dann nehme ich wieder den Scout. Ja, okay. Archer, Price, Scout, Wizard. Ich finde, der Scout ist eigentlich am besten, weil der einen Speed-Effekt hat und dann noch relativ gut ist. Was macht denn der Rezept? Wie kann man das denn gucken? Kann man nicht gucken, das muss man wissen. Also es gibt halt den Archer, es ist ein Bogenschütze halt. Ich glaube, den hatte ich auch. Ja, dann gibt's den Priester, der ist, ich weiß nicht, eigentlich müsste er dafür zuständig sein, die Gruppe zu heilen, eigentlich, glaube ich. Okay. Dann halt den Schurken, der ist halt schnell und hat halt ein Steinschwert und so. Der Scout oder was? Genau. Ich finde den relativ am besten, also meiner Meinung nach. Okay, und dann gibt es halt noch den Wizard, der eigentlich nur mit Tränken kämpft und so. Ah. Der hat, glaube ich, nur ein Holzschwert. Ja. Okay, dann warten wir kurz, bis es losgeht. Ja, Olli. Wie geht's dir so? Mir geht's, gerade im Moment geht's mir wieder gut, aber heute habe ich mich schon wieder ein bisschen abgefuckt über die Leute vom Minecraft Wave Projekt. Weißt du? Da steht man um 1 Uhr auf, ne? Geht auf den Server, guckt, ob alles in Ordnung ist, alles gut, ne? Und dann will man was essen gehen. Um 1 Uhr früh. Genau, ich frühstücke dann um 1 Uhr, ne? Also 13 Uhr. Ach so. Ja, 13 Uhr. Und dann, man kann nicht mal 5 Minuten frühstücken, ohne dass mich dann Leute auf WhatsApp anschreiben, komm auf Server, hier ist Scheiße gebaut. Und dann war ich schon wieder abgefuckt, ne? Und dann, muss ich schon sagen. Also, ja. Wo bist du? Ich bin hier, vor dir. Ah. Zum Minecraft Wave Projekt, da mache ich auch noch ein kleines Video dazu. Vielleicht erstmal eine Rundführung und erstmal so eine Einleitung, was es dann überhaupt ist. Ah, das kann ich ja dann in dem extra Video machen. Ja, mache ich vielleicht auch noch. Ja. Dann, ja gut, eigentlich, warum sollte ich jetzt eigentlich meine ganzen Projekte sagen? Das könnte ich in einem Infovideo machen, das ich dann einfach an Anfang mache. Ja. Zum Kanal. Aber ich kann es dir jetzt schon mal sagen. Also, meine Hauptprojekte auf dem zum Kanal, ne? Werden auf jeden Fall Minecraft sein. Dann habe ich mir vorgenommen Heroes of Storm. Was ist das? Das ist so ein eine Art League of Legends, nur halt im World of Warcraft Style. Okay. Also mit den World of Warcraft Charakteren und allen so. Aha. Ist richtig geil.
Ich nicht. Ja, dann eventuell werde ich dann noch WoW Let's Playen, aber das glaube ich eher nicht. Aber ich will jetzt nicht sagen, also. WoW? Mh. Hast du das? Ja klar. Ist ein geiles Spiel? Geht, ja. Okay. Das weil im Moment, ja. Moment suche ich halt was, was ich länger spielen kann, weißt du? Mhm. Bei Minecraft, ja okay, kann man mal spielen, aber im Moment habe ich halt nichts, was ich wirklich lange spielen kann. Ja, WoW, gut. Ja, gut. Also ich habe mir eigentlich vorgenommen, dann einen Charakter hochzuspielen im Let's Play, auch mal gucken. Ja, dann eventuell Black Ops 2. Ja, habe ich zwar auch noch, was ich Let's Playen könnte, aber da sind doch eh nur noch Hacker drin. LOL! Das ist der Jugend von Spaß schon wieder. Läuft bei dem, nur weil er keine Freunde hat. Gut, ja. Genau, das sind eigentlich meine Projekte, die ich jetzt erstmal machen würde, wollen. Bei Call of Duty wäre ich auf jeden Fall dabei, wa? Ist aber für PC. Ja, habe ich doch auch für PC. Ach ja, stimmt, stimmt. Ja gut, wir können ja mal so eine kleine Testaufnahme oder so machen dann. Ja. Mal gucken. Ja, machen wir später, vielleicht. Genau. Noch eine Runde, oder? Ich beende erstmal. Jo, dann danke ich erstmal fürs Zugucken und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Aha. Bis dann. Haut rein. Tschüss.